Liebe CAP-Freunde und Freundinnen, wir, das Team des CAP-Corona-Lagezentrums, wenden uns an Unternehmen der Kurier-, Express-, Post- und Paketbranche und deren Mitarbeiter. Das CAP-Corona-Lagezentrum wird von mittelständischen CAP-Unternehmen betrieben. Es unterstützt die Unternehmen der Branche bei der Bewältigung der Krise. An dieser Stelle einen großen Dank für euer Engagement in der Krise. Der Dank geht an euch als Paketfahrer, Briefzustellerinnen, Kurierfahrer, Fahrradboten, Lastenradfahrerinnen, die Boten im Pharmatransport sowie Mitarbeiter in Verwaltung und Unternehmensführung. Ihr seid täglich auf Tour und in Kontakt mit den Mitarbeitern bei den Versendern und Empfängern. Ihr könnt am Ziel nicht im Fahrzeug sitzen bleiben, sondern steigt aus, um Sendungen aufzuladen oder zuzustellen. Wir sind stolz auf euch und eure Leistung. Ganz besonders geht unser Dank an die CAP-Unternehmer, die ihre Unternehmen durch die Krise steuern. Das Coronavirus verändert unser berufliches und privates Leben. Vor kurzem war unsere Welt noch in der vertrauten Ordnung. Nun sehen wir uns unvorstellbaren Entwicklungen ausgesetzt. Nach Jahren des Wachstums gibt es plötzlich häufig deutlich weniger Kuriersendungen, Pakete oder Briefe zu befördern. Manche Unternehmen haben faktisch über Nacht fast ihre gesamte Sendungsmenge verloren. Viele von uns blicken mit großen Sorgen in die Zukunft. Es gibt mehr Fragen als Antworten und wir machen uns nichts vor. Der Weg durch die Krise hat erst begonnen. In den nächsten Tagen und Wochen wird es zunächst schwerer. Die Situation ist ernst. Die Lage ist unübersichtlich. Vieles davon können wir nicht beeinflussen. Aber auch in diesen Zeiten gibt es Entwicklungen, die wir aktiv beeinflussen können. Das CAP-Corona-Lagezentrum wurde aufgesetzt, um diese Möglichkeiten aus der täglichen Informationsflut herauszuarbeiten und sichtbar zu machen. Im ersten Schritt geht es darum, CAP-Unternehmen wirtschaftlich zu stabilisieren. Wie kann ich die laufenden Kosten senken? Welche Förderprogramme sind für mein Unternehmen zutreffend? Für diese Fragen haben wir im Lagezentrum einen umfangreichen Leitfaden zu den Maßnahmen aufgesetzt. Experten stehen als Ansprechpartner für eure Fragen bereit. Im zweiten Schritt ist zu prüfen, welche neuen Einnahmequellen es geben kann. Das ist bei dem insgesamt zurückgehenden Markt natürlich schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Das Lagezentrum bietet sich hier als Plattform für den Erfahrungsaustausch an. Was klappt bei anderen? Welche bisher unbekannten Kunden fragen CAP-Leistungen nach? Welche neuen Chancen liegen links und rechts der ausgetretenen Pfade? Das sind die Fragestellungen. Die Partner des Lagezentrums arbeiten dazu mit Hochdruck an kurzfristigen Lösungen. Im April sind die ersten Ideen fertig und auf der Internetseite des Lagezentrums verfügbar. Das Team vom CAP-Corona-Lagezentrum schöpft trotz der negativen Auswirkungen der Krise seine Kraft aus positiven Zukunftsbildern. Unsere Überzeugung ist, nicht nur die eingesetzten Technologien, sondern gerade ein veränderter Umgang miteinander entscheiden maßgeblich darüber, wie gut wir durch die Krise kommen. Ein solidarisches und konstruktives Zusammenrücken in der Branche und darüber hinaus ist das Fundament unserer Arbeit in den kommenden Wochen. Dadurch wird es gelingen, die radikalen Einschnitte, die persönliche Betroffenheit aus Unternehmensaufgaben, Zukunftsängsten, Unsicherheiten auszuhalten und zu überwinden. Unserer Auffassung nach werden wir eine Lokalisierung des Globalen erleben. Zwischenlager, Depots und Reserven werden wieder aufgebaut. Dezentrale mittelständische Transportsysteme gewinnen an Bedeutung. Sie sind zukünftig die Basis für nationale und internationale Netzwerke. Diese Zukunftsszenarien sind unser Leitbild. Die Vorstellung und Gewissheit, dass vieles anders als bisher sein wird, mit dem Fokus auf dem Besseren, nicht dem Schlechteren. Der erzwungene Bruch mit Routinen, mit Gewohnten, mit dem, was wir schon immer so gemacht haben, setzt Energien frei. Denkverbote fallen, Widerstände werden aufgegeben. Diese Veränderungen können ein schmerzhafter Entwicklungsprozess sein. Wir wissen heute nicht, welche Wege die richtigen sein werden. Auf der einen Seite kann vieles scheitern. Andererseits werden sich neue überlebensfähige Konzepte durchsetzen. Je größer der Pool an Lösungsansätzen, desto schneller wird sich das Neue zeigen. Die Auswirkungen des Virus fordern uns.
Wir müssen und können uns neu erfinden. Mit dieser Gewissheit arbeiten wir an der Zukunft. Sie fängt heute an. Es kommt ohne Ausnahmen auf jeden Einzelnen von euch und damit auf uns alle an. Passt gut auf euch, eure Liebsten und die Menschen in eurem Umfeld auf. Es grüßt euch das Team vom CAP-Lagezentrum.